Hallo, hallo, hier ist Marvel1972 von MFG. Heute unterwegs im Super Kong auf Faust. Und ich möchte mit dem Team auf die Medium-Seite hochfahren. So, das ist hier von hier aus gesehen rechts. Hier, wir gucken nochmal kurz, der Gegner haben einen Kinderwerfer, eine Grille, ein T-22, ein Vickers, ein T-54, also eher so ein Light-Setup. So. Man wird gleich schon sehen, am Start unser Team. Ah ja. Ist, was Schießen auf Ziele geht, eventuell nicht so das Allerbeste. Aber Gegner auch sensationell. Also Vickers hat einen tollen First Spot da oben gemacht, keine Frage. Der war super glücklich. Und da kommt jetzt ein T-54. Und ich meine, da brauche ich wohl nicht lange nachdenken. Ich habe versucht zu cappen, hat nicht funktioniert. Okay, Schuss sitzt. Normal hätte er schon geplatzt sein müssen, aber muss ich halt zweimal auf ihn schießen. Okay. So, jetzt wollen wir hier vorne mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Hier wird sicherlich gleich was aufgehen. Und da steht so ein Kinderwerferchen. So. Gehen wir ihm mal einen mit. Kinderwerfer auch. Sowas müsste zerplatzen normalerweise. Ja, lucky, der Junge. Ja, nochmal kommen wir da nicht dran. Und jetzt ist diese Position hier tot. Und jetzt mache ich so einen kleinen taktischen Fehler. Ich wollte hier hochfahren, ich hätte außen rumfahren sollen, also rechts oben. Da ist der Vickers, der macht mich auf. Und auch da der Schuss, wohin er auch immer geht. Und jetzt kurve ich hier mit Ammo weg und sonst irgendwas rum. Und die Nachladezeit nervt natürlich. Und der T-22 hat so ein Glück, dass mein Ammo weg angekratzt ist und ich nicht nachladen kann. So, jetzt brennt es da hinten. Man will es nicht glauben, aber es ist so. Ich habe immer noch 13,9 Sekunden Nachladezeit. Also bei den Kinderwerfer liegt ja schneller als ich. Das ist ein bisschen schlecht eigentlich, aber na gut, wir müssen die Schüsse machen. Nimm eine AP, um durchzukommen und hab einen super Low Roll. So, das FV da hinten hat auch versagt. Okay, alles klar, ich habe immer noch diese riesenlange Nachladezeit. So, jetzt sind wir wieder auf Normalmaß, was Nachladen angeht. Glück gehabt. Ich muss jetzt da hoch, das da von da oben wieder klären. Ich muss meinen Panzer ideal einsetzen, um Cooldown super zu stehen. So. So, mal gucken, was da so geht. Einer weniger. Adrenalin rein, 2 gegen 2. Die Grille hat nicht aufgepasst. Will er nicht so direkt reinjodeln, da ist ja der Weg, ist sehr schön. Trifft auch. 6 Stück bleiben stehen. Grille verschießt. Ich weiß, dass ich genug Zeit habe. Schön einhängen. Wieder ein Low Roll. Na gut, wir müssen uns Zeit kaufen, das geht hier. Ich habe mit der Grille an so einer Stelle genau auch schon mal das Spiel verloren und jetzt macht er auch noch sowas. Ich kriege natürlich seinen Tor nicht gedrückt und ich kann in Ruhe. Das Ding zu Ende machen. Ja. 3-6 Schaden, 5 Kills. War ziemlich spannend zum Ende hin. Ja, so ist es gelaufen. Bisschen glücklich auch. Und
mein Amorek da angekratzt. Das hat ein bisschen genervt. Also in dem Sinne, lasst einen Daumen oben da und ganz dringend ein Abo. Ne? Tschüssi!